Der Herzog von Sussex hatte eine enge Beziehung zum Bräutigam, entschied sich Berichten zufolge jedoch, zu Hause zu bleiben, damit der große Tag des Paares nicht beeinträchtigt wurde. Prinz Harry nahm am Freitag nicht an der Hochzeit seines guten Freundes, dem Herzog von Westminster, teil. Ein königlicher Experte bezeichnete den Moment als sehr traurig. Hugh Grosvenor heiratete seine Freundin Olivia Hanson, mit der er 2 Jahre zusammen war, in einer aufwendigen Zeremonie in der Kathedrale von Chester, an der Prinz William, nicht jedoch sein Bruder, teilnahm. Dieser Rauswurf kam für viele überraschend, da der Herzog von Sussex eine viel engere Beziehung zum Bräutigam hatte, sich Berichten zufolge jedoch dafür entschied, zu Hause in Kalifornien bei Meghan Markle zu bleiben, damit der große Tag des Paares nicht von der Aufmerksamkeit abgelenkt wurde. Hinzu kam die zusätzliche Peinlichkeit, dass Prinz Harry mit seiner entfremdeten Familie interagieren musste. Sein Verhältnis zu ihr hat sich zunehmend verschlechtert, seit er und Meghan 2020 als hochrangige aktive Mitglieder des Königshauses zurückgetreten sind. Der königliche Experte Richard Fitzwilliams sagte, dass die Veranstaltung von Trauer begleitet sei, da der Herzog und die Herzogin von Sussex die Hochzeit des Jahres verpasst hätten.